Weiß Nachnamen anvertrauen. Wildfat Wiesner, Frenchy the Stash und Red Eye Rovers. Außerdem tragen die Typen die Schlüssel ständig bei sich. Die gute Nachricht ist, dass während der Toothpick Ehrenfeier zahlreiche Wettbewerbe stattfinden, an denen diese drei teilnehmen. Murray, ich habe mir erlaubt, dich für den Faustkampfwettbewerb anzumelden. White Man ist der amtierende Champion und er hat den Schlüssel bei sich. Besiege ihn und hol dir den Schlüssel. Sly, ich hoffe, du bist nicht schlecht, denn du wirst beim korrupten Rennen im Westen antreten. Den Toothpick 500. Frenchy ist der amtierende Meister, also wirst du sicher ihn schlagen müssen. Und dabei kannst du dir den Schlüssel schnappen. Carmelita, du trittst beim Wettschießen gegen Red Eye an. Als Titelverteidiger hat er seine Trophäe stets bei sich. Und darin steckt der dritte Schlüssel. Gewinne diese Trophäe, dann kommst du an den Schlüssel heran. Lass uns loslegen. Wir haben keine Zeit zu verschwenden. Jo, jo, alles sind die drei Spiele. Der muss doch schlecker rein. Okay, aufgepasst, ihr Flohbirte! Dieses der jährliche Düst nicht zügeln, mein Autor! Regeln gibt es nicht, außer wer gegen den Chef antreten will, muss erstmal ganz nach oben prügeln! So will ich aus dem Haft werden schlossen! Ich bin von der Meinung. Ich komme mir vor, wie es ist.
immer länger gehabt hat, ist es. So, ihr zwei. Bye.